Welcome to the podcast show by Keevan Devani, the Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin. Herzlich willkommen zu meiner Show, der Total Connector. Es geht um Total Bitcoin, totale Dezentralisierung, totale Freiheit. Ja, verrückte Zeiten, aufregende Zeiten, in der wir leben. Ich habe hier einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir, Max Hillebrand. Und Max Hillebrand, es ist nur aus technischen Gründen, mussten wir jetzt quasi auf YouTube jetzt sichtbar sozusagen das zweimal einschalten bei Max aus technischen Gründen. Max, herzlich willkommen. Danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja klar, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wieder wirklich auf den Podcast, weil es war ganz toll, die letzte Diskussion hier zusammen mit Eric und mit Matthew, das war auf sehr hohem Niveau für österreichische Schule. Und ich glaube, heute sehen wir so ein bisschen die andere Seite von Bitcoin, das Technische und gerade eben angewandt auf die Privatsphäre, was hier alles möglich ist. Also das Rabbit Hole hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten und heute sehen wir mal eine andere davon. Ganz genau. Du, Max, also den Max brauche ich, Max Hillebrand brauche ich eigentlich nicht vorstellen für viele, die dich schon kennen. Aber dennoch, du kannst dich selbst vorstellen, aber ich kenne dich einfach von deiner Show World Crypto Network. Also ganz tolle, wirklich inhaltsreiche, substanzielle Interviews, Inhalte, Contents, die du auch lieferst. Dann wirklich eine Schatzkammer an Wissen. Wo ist es schnell? Jetzt finde ich es natürlich nicht. Da ist es. Towardsliberty.com, deine Website. Also da findet man alles, jetzt nicht nur technische Begrifflichkeiten, Erklärungen, sondern auch Austrian Economics, ökonomische, monetäre Prinzipien. Also wenn man wirklich ins Hasenloch oder in die Hasenlöcher sich vergraben möchte, da ist man wirklich gut aufgehoben. Max, schau, ich sehe mich irgendwo als Maßstab als eines durchschnittlichen Nutzers. Ich meine, ich beschäftige mich schon seit circa 3 Jahren mit Bitcoin und Austrian Economics. Ich weiß, wie ein Hardware-Wallet funktioniert. Also wirklich ganz, sage ich mal, basic, simple Dinge der Interaktion mit Bitcoin. Ja. Aber ich behalte mir dennoch das Recht vor, das Privileg, ich sage jetzt mal, dumme oder naive oder wirklich ganz simple Fragen dir zu stellen, weil mir geht es wirklich darum, das ist so meine Vision, ich sehe das auch als eine Mission, Wissen, ja, also du bist, ich sehe dich auch als Educator, ne, als Wissensverbreiter, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und ich sehe ja auch, die Leute rufen mich auch immer wieder an, meine Freunde, Bekannte, wenn sie ein Problem haben mit Bitcoin, Satoshis kaufen, transferieren auf die Hardware-Wallet, das ist schon eine gewaltige Herausforderung für die allermeisten Menschen. Kann ich dir das persönliche Erfahrung erzählen? Und ich bin dann sozusagen der Emergency Man, also der Mann in Not, entweder telefonisch oder wie auch immer über Zoom oder persönlich erkläre ich dann meine Mitmenschen, meine Freunde, Bekannten, wie man ganz simple Transaktionen macht, transferiert, worauf man schauen muss, die Adressen nicht, also immer wieder neue Adressen zu benutzen. Und dann natürlich gibt es neue Funktionen oder einfach neue, wie soll ich sagen, Funktionen oder einfach Kriterien, worauf man achten sollte, wenn es um die Privatsphäre, um die Vermischbarkeit, Fungibility, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht dann besser mit deinen eigenen Worten dann erklären, geht, wenn es zum Beispiel darum geht, Wasabi Wallet, die man sicher kostenlos installieren kann oder über Samurai Whirlpool. Das sind viele, viele Prozesse, Prozeduren, die wirklich, also jetzt wirklich aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, diesen Pegel, diesen intellektuellen Pegel, der allermeisten Menschen einfach die sind überfordert. Woher sollen die auch die Menschen die Zeit sich nehmen? Es bedarf, und das sind halt viele Begrifflichkeiten, Terminologien. Und da kommst du jetzt ins Spiel für mich, Max. Ja? Ich würde dich bitten, kannst du das vielleicht für unsere Zuhörerinnen einfach mal runterbrechen? Was ist wichtig? Worum geht's? Wir können auch wirklich auch tiefer ins Hasenloch oder ein bisschen rauszoomen. Worum geht's überhaupt? Was tut sich überhaupt dann vielleicht später aus deiner Sicht jetzt global, geopolitisch und von der Massenadoption her und so weiter? Also bitte, die Bühne gehört dir, Max.
Ja, du sagst es wirklich. Es ist verdammt, verdammt schwierig, Bitcoin zu verstehen, weil es ist ein Zusammenschluss von ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen, sehr komplexen Theorien, die hier zusammenkommen in einem Ding, was dann Bitcoin ist. Und hier das Ganze wirklich holistisch zu verstehen, ist wahrscheinlich komplett unmöglich. Und man muss sich eben erst mal ein bisschen seine Nische raussuchen und irgendwo anfangen. Na, das ist ja dann mal das Wichtige. Und ich glaube aber auch hier, dass wir immer bessere Werkzeuge bauen können, die hier zur Unterstützung tätigen. Zum Beispiel das gerade vorhin angesprochen, die Hardware Wallet. Ich meine, heute haben wir das Ding und wir nutzen es quasi jeden Tag, aber wir begreifen gar nicht, was für ein unglaublich gigantischer Fortschritt das ist, zu was davor war. Nämlich davor waren es quasi nur Paper Wallets, war die einzige Möglichkeit hier, um offline deine privaten Schlüssel zu verwalten. Aber dann hast du das Problem, dass du irgendwie deinen langen privaten Schlüssel per Hand aufschreiben musst oder den QR-Code ausdrucken musst. Und was ist dann mit dem Drucker? Na, der könnte ja vielleicht auch irgendwie komprimiert sein. Und dann natürlich das ganz, ganz große Problem, dass du ja für jede Transaktion eine neue Adresse nutzen solltest. Na, aber mit einer Paper Wallet ist das verdammt, verdammt schwierig, weil hier musst du jedes Mal wieder diesen ganzen langwierigen Prozess durchmachen, bis wir dann auf einmal die Hardware Wallet haben. Und hier hast du einen Papier-Backup von den Mnemonic Words, diese 24 deutsch oder englischen Wörter. Und wenn du diesen Backup einmal gemacht hast, hast du unendlich viele neue Adressen auf einem kleinen Computer, der das Ganze automatisch löst. Also schon hier alleine nur die Hardware-Wallet, mal ganz davon abgesehen, dass es mit AirGap und so weiter auch sehr gut ist für die Sicherheit, aber nur, dass wir die Adressen nicht mehr wiederverwenden müssen, ist gigantisch, gigantischer Fortschritt. Weil das ist die allererste Regel von Privacy in Bitcoin, ist niemals verwende die gleiche Adresse zweimal. Und die zweite Regel von der Privatsphäre in Bitcoin ist niemals verwende Adressen zweimal. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist einer der größten Probleme oder der größten Fehler, den ein Nutzer machen kann. Und von dem her ist hier eine Hardware-Wallet allein da ein super Werkzeug, die das Problem einfach sehr viel einfacher macht. Und ich glaube, so geht das weiter mit allen Problemen, die wir in Bitcoin. Max, bist du? Ich glaube, du hast jetzt beide Mikrofone ausgeschaltet. Yep. Alles klar. Jetzt bist du wieder zurück. Oder? Nein. Ja, genau, weil warte auf die Frage. Alles klar. Okay. Ich höre dich wieder. Okay. Also ich freue mich nicht. Bist du da? Nein, jetzt bist du wieder auf. Ja, ich mache es nur, damit nicht das Geatme in die Aufnahmen kommt. Alles klar. Du, aber es freut mich, dass du zugibst, dass du zugestehst. Es ist nicht einfach. Also ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, ich glaube, sobald diese Nutzerfreundlichkeit kommt, ja, die User-Friendliness, ne, die Simplizität der Handhabung, ja, also die intuitive Handhabung. Ich glaube, du hast dich jetzt wieder stumm gemacht. Ja. Ja, passt. Okay. Ja, das stimmt. Und wir müssen hier wirklich mit jedem Werkzeug, das wir bauen, machen wir es ein bisschen einfacher. Und es gibt halt einfach sehr, sehr viele Probleme, die zu lösen sind. Und aktuell, muss man wirklich zugeben, ist der Status quo so, dass ein kompletter Noob, ein wirklicher Anfänger, leider sehr Schwieriges haben wird, seine Privatsphäre in Bitcoin zu verteidigen. Aber bereits heute sind wir an einem Punkt, dass jemand, der sich damit beschäftigt und jemand, der den Willen hat, sich weiterzubilden, dass der bereits die Werkzeuge zur Verfügung hat, um sehr gute Privatsphäre in Bitcoin zu bekommen. Natürlich sind wir noch weit weg, dass das jeder hier mit einem Klick und einem Swipe und alles ist gut. Ja, aber wir haben bereits die Privatsphäre für die Leute, die es wirklich brauchen und die gewollt sind, etwas zu investieren, um das auch zu bekommen. Privatsphäre wird immer einen Preis haben und der Preis ist aktuell auch noch relativ hoch, aber er ist nicht mehr so hoch, wie er vor 2, 3 Jahren erst war. Von dem her, wir hoffentlich kriegen das bald gut hin. Absolut. Wir werden es dann wirklich auch im Hinblick auf Fungibility, also wie sagt man da, Vermischbarkeit von Coins, sodass man das nicht mehr zurückverfolgen kann, richtig, darum geht es ja, oder? Und um die Privatsphäre massentauglich machen, das wäre halt mein persönlicher Wunsch, dass viele dieser Funktionen intuitiv auch bei Default, also automatisiert sind.
und gewisse andere Features oder Funktionen per Option. Wie siehst du das Ganze? Also, oder wo sind die Herausforderungen, wo sind die Hürden? Ja, genau. Der Default ist unglaublich wichtig, na, weil der fortgeschrittene Nutzer, der wird in dem Terminal, in der Command-Linie, wird er jede Konfiguration von Hand ändern, gar keine Frage. Er kann sich in den Details der Einstellung kann der sich austoben. Super. Aber für die Tante Emma, die eigentlich nur hier ein bisschen sparsam sein will, für die ist es halt nicht, oder es macht für sie keinen Sinn, sich so viel damit auseinanderzusetzen. Ne? Division of Labor. Wir wollen ja, dass wir brauchen gutes Geld, damit wir uns nicht mehr um Geld Sorgen machen müssen. Und das heißt, eben brauchen wir auch das Werkzeug, um uns nicht mehr diese Sorgen machen zu müssen. Ne? Und das ist ja der Sinn, dass Tante Emma nicht super Bitcoin-Experte sein muss. Und dahin kommen wir. Also gerade zum Beispiel ein anderes sehr schönes Beispiel, glaube ich, sind die Full Nodes. Na, das ist die Regel Nummer 3 in Bitcoin Privacy. Run your own full node. Weil nur wenn du deine eigene Node hast, Nummer 1, überprüfst du, ob die Transaktion auch wirklich angekommen ist und ob das auch wirklich dein Geld ist. Aber die Überprüfung hier ist nicht mal so wichtig in diesem Kontext mit Privacy. Viel wichtiger ist, wenn du es nicht selber überprüfst, dann musst du jemand anderen fragen, ob du Geld hast. Ja? Und das ist quasi dieses Light-Client-Modell. Du fragst die Bitcoin-Full-Node von irgendjemand anderem, hey, habe ich Geld? Und jetzt kommt es sehr darauf an, wie du fragst, ob du Geld hast. Ja? Zum Beispiel gibt es hier die Electrum-Wallet, die per Default diesen SPV, Simple Payment Verification, macht. Und ich glaube, es sind 8 verschiedene Electrum-Server fragt, wie viele Münzen denn diese Adressen hat. Nur leider wissen dann eben diese 8 Server mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was für Adressen du hast und wie viel Geld du hast. Und das ist natürlich nicht gut. Eine andere Möglichkeit wäre so etwas wie Samurai nutzt oder die Green Address Wallet von Blockstream. Und da fragst du nicht 8 Server, sondern du fragst nur einen Server. Und in diesem einen Server gibst du dann aber halt alle deine Adressen und nicht nur einen Bruchteil davon. Das heißt, aktuell diese Light-Client-Wallets wie eben Samurai oder Green haben im Bezug auf diesen zentralen Server null Privacy. Ne? Der weiß ganz genau, was für Adressen du hast, was für Transaktionen du in der Vergangenheit und in der Zukunft machen wirst. Und das ohne irgendeine, Plausible Deniability. Also er hat den Master Public Key und er sieht alle deine Coins. Und das ist für Privacy natürlich schrecklich. Ja? Auf der anderen Seite, es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man dieses Light-Client-Modell halbwegs gut machen kann. Und ich glaube, Wasabi hat das implementiert. Und das ist ein neuer Standard, der nennt sich BIP 158, Block Filter. Und quasi funktioniert das so, dass ich nicht meine öffentlichen Schlüssel an den Wasabi-Server schicke, um zu fragen, sind denn hier Münzen drauf, sondern wir flippen das quasi einmal auf den Kopf und jetzt schickt der Wasabi-Server einen Filter mit all den Transaktionen, die in allen Blöcken passiert sind. Und für jeden Block einen neuen Filter. Und jedes Mal, wenn ein neuer Bitcoin-Block gefunden wird, wird wieder ein neuer Filter gebaut vom Wasabi-Server, der eben in sehr kompakter Form sagt, was für Adressen hier drin sind. Und dann überprüfe ich lokal auf meinem eigenen Wasabi Wallet, ob das denn eine Adresse oder ob eine Adresse von mir hier mit drin ist. Wenn nein, naja, dann kann ich es ignorieren, dann brauche ich den Block nicht herunterladen. Aber wenn hier der Filter sagt, dass ich in diesem Block 100 eine Münze bekommen habe, dann gehe ich zu einer komplett zufällig herausgesuchten Bitcoin Peer-to-Peer-Node, also eine ganz normale Full-Node, über Tor, damit auch die IP-Adresse verschleiert wird, und frage dann für diese eine Bitcoin-Full-Node den kompletten Block. Nicht nur eine Adresse, sondern den kompletten Bitcoin-Block. Und das ist im Bitcoin Peer-to-Peer-Netzwerk eine ganz normale Standardabfrage. Na, die Blöcke werden ja über das Bitcoin Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt. Und das heißt, hier ist so gut wie gar keinen Privatsphärenverlust, weil niemand weiß, welche Adressen für mich interessant sind. Nummer 1, ich schicke niemandem den Master Public Key, ne? Niemand hat diesen. Und ich bekomme zwar den Filter von den Blöcken von Wasabi, von dem Wasabi-Server,
Aber den Blog selber bekomme ich von einer ganz anderen Quelle, die nicht mal weiß, dass ich Wasabi-Nutzer bin. Das heißt, so wie Wasabi BIP 158 diese Blockfilter eingebaut hat und wie auch andere Wallets, wie zum Beispiel die Zap Wallet oder die Lightning Labs Wallet, das tun, haben wir so gute Bitcoin-Privatsphäre wie eine Full Node, zumindest auf der Network-Ebene. Und eben gute Wallets wie Wasabi oder Lightning oder Zap, die das implementiert haben, sind auf der Privatsphäre in diesem Aspekt sehr, sehr gut. Ich möchte das gar nicht jetzt allzu sehr ins Detail gehen mit der Diskussion, die da im Hintergrund gelaufen ist, Bezug jetzt auf, da hat es jetzt offensichtlich einige Probleme oder Missverständnisse oder irgendwelche Vorkommnisse gegeben im Zusammenhang mit Wasabi oder Samurai. Vielleicht kannst du das mal kurz erörtern. Aber machen wir das mal, vielleicht können wir, ich meine, natürlich, das wäre, ich liebe übrigens die Videos, die du oder die ihr gemeinsam macht, auch das Team macht, den Prozess quasi, also wie man diese Coinjoins oder diese Bitcoins oder Satoshis vermischt. Also, aber vielleicht wäre das auch mal gut, intuitiv, edukativ, pädagogisch ein bisschen das Ganze, den ganzen Prozess zu simplifizieren. Einfach hypothetischer Fall, ja, jemand kauft sich ein paar Satoshis oder ein Bitcoin oder was auch immer, ein Bruch deines Bitcoins irgendwo auf eine Exchange und bevor er oder sie diese Satoshis oder Bitcoin auf sein Hardware-Wallet transferiert, sollten diese Satoshis bzw. Bitcoin auf ein Hardware, Entschuldigung, auf ein zum Wasabi transferiert werden. Nicht, um genau diese Privatsphäre zu gewährleisten, um dann vom Wasabi dann endgültig dann auf das Hardware-Wallet zu transferieren. Wäre es möglich, so etwas simplifiziert zu demonstrieren, einfach Schritt für Schritt, ohne allzu sehr, weil ich habe mir ein paar Videos von euch angeschaut oder von dir und also für mich sind das einfach zu viele technische Details, zu viele Features und Funktionen. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute aussteigen. Kann man das optimieren, diesen pädagogischen Prozess? Also ja, also da brauchen wir einfach sehr viel Zeit und sehr viele Köpfe, die sich zusammenstecken und dann herausfinden, wie wir dieses sehr komplexe Wissen destillieren auf wirklich ein paar schöne Sätze und Catchphrases. Das braucht eine Weile und da müssen wir alle so ein bisschen dran arbeiten, bis wir gute Memes gefunden haben. Ja. Aber vielleicht mal so nochmal, was der Sinn von Coinjoin ist und welches Problem es löst. Und nämlich hier, wir haben ja vorhin auch ganz kurz über die Fungibilität gesprochen. Und auf dem Protokoll, auf technischer Ebene, sind Bitcoin, die Währung, sehr fungibel. Gar keine Frage. Denn 10.000 Satoshis sind 10.000 Satoshis. Und egal in welcher Münze diese 10.000 Satoshis sind, es sind 10.000. Genauso wie wir es im Gold auch haben. Ein Goldatom ist ein Goldatom. Das ist genau gleich wie die nächsten anderen 999 Goldatome. Das heißt, wenn ich 1000 Goldatome habe, dann habe ich 1000 Goldatome. Und das ist wirklich die Währung. Das heißt, Bitcoin als Währung ist bereits fungibel, ne, die Satoshis. Aber ähnlich wieder wie beim Gold, ich kann jetzt hier die vielen Goldatome in eine Münze reinpacken und die richtig schön mit Murray Rothbard prägen. Ja, und dann habe ich eine tolle, schöne, freiheitsliebende Münze. Ganz toll. Auf der anderen Seite nehme ich mir dann, weiß ich nicht, eine von irgendeinem großen Tyrann, der die ganze Zeit viele Menschen umbringt. Ne? Und das ist eine richtig hässliche Münze und die sieht nicht schön aus und alles. Dann ist das eine andere Münze. Ja? Und diese Münze ist unterschiedlich als die Murray Rothbard Münze. Und das heißt, die Münze an sich ist nicht mehr fungibel. Jede Münze ist einzigartig. Und das ist auch bei Bitcoin so. Weil Bitcoin ist ja digitales Münzgeld. Münze im Sinn von, mit jeder Transaktion gibt es Inputs, na, das ist die Münze, die quasi ausgegeben wird, und es gibt Outputs, das ist die Münze, die empfangen wird. Und dieses Input- und Output-Modell, das ist wirklich dieser Kern, den oder das Kernproblem, das ist eine super tolle Lösung für ein effizientes Buchhaltungssystem, aber es ist ein bisschen schwieriger für die Privatsphäre, weil wir haben ja hier immer einen Link. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Input, 5 Bitcoin.
Und damit möchte ich jetzt für einen Bitcoin meinen Kaffee kaufen. Das heißt, ich verbrauche diese 5 Bitcoin im Input und ich generiere einen Input mit einem Bitcoin, der an den Barista geht für den tollen Kaffee. Ein Bitcoin. Und dieser eine Bitcoin, diese eine Münze, dieser UTXO, ist einzigartig. Ja. Ja, der ist in einer Transaktion und so weiter. Das ist ein ganz einzigartiges Ding. Aber ich möchte jetzt natürlich auch wieder die Münze für mich zurückhaben. Ich habe ja 5 Bitcoin verbraucht, nur einen Bitcoin geschickt. Das heißt, 4 Bitcoin ist meine Wechseladresse. Das heißt, ich bekomme eine neue Münze, die jetzt 4 Bitcoin hat in sich, 400 Millionen Satoshis. Ja? Und das heißt, ich zerstöre die 5 Bitcoin-Münze, ich generiere eine 1 Bitcoin-Münze, die geht an den Kaffee, und ich generiere eine 4 Bitcoin-Münze, die geht zurück an mich. Und das ist das Input- und Output-Modell von Bitcoin. Interessant. Faszinierend. Du hast vorhin das Full Node angesprochen. Okay, ich finde es jetzt im Moment, ganz ehrlich, ich habe selber auch noch kein Full Node. Sollte ich irgendwann machen. Für mich war es ist, glaube ich, auch man muss ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen. Was würdest du überhaupt denn unseren Zuhörerinnen empfehlen? Was ist die einfachste Form, wirklich die intuitivste und simplifizierteste Art, ein Full Node quasi sich zuzulegen oder zu installieren? Also das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Mal angenommen, du hast bereits einen Server für deine Website und der Server läuft und du hast noch genug Rechenkapazität drauf und der steht irgendwo, weiß ich nicht, in irgendeiner Stadt weit weg und du verbindest dich per Remote dazu. Dann könntest du ein bisschen von der Rechenleistung von dem Server nutzen, um deine Bitcoin Full Node laufen zu lassen. Da gibt es zum Beispiel Werkzeuge wie den BTC Pay Server, der das Ganze unglaublich einfach macht, wirklich mit 1-2 Linien in der Command Line. Die andere Möglichkeit, oder hier ist natürlich das Problem, es ist zwar, du mietest den Server, aber es ist nicht deine Hardware. Und da ist natürlich die Frage, wie viel vertraust du jetzt diesem Anbieter des Servers, weil letztendlich hat der vollen Zugriff auf den Computer. Die andere Möglichkeit wäre, du hast einen alten Computer, einen alten Laptop irgendwo im Keller rumliegen, den du eigentlich nicht brauchst. Und jetzt nutzt du diesen Laptop nur für ein Ding und das ist Bitcoin. Das hat nämlich den Vorteil, dass du natürlich selber den Laptop bei dir im eigenen Haus stehen hast und dementsprechend weißt, dass niemand physisch daran rumschraubt. Und du verschwendest auch nicht die Rechenleistung von deinem Hauptlaptop oder von deinem Haupt-PC. Entschuldigung, aber da geht es schon, also das ist schon gewaltige Gigadaten, oder? Ich meine, da geht es um 200, 250 Gigabyte, oder? So viele Kapazitäten braucht man für ein Full Node, oder? Circa. Es gibt verschiedene Arten, wie du eine Full Node laufen lassen kannst. Das Wichtige ist, dass du alles verifizierst. Vom Genesis-Block bis zu Block 580.000, wo wir heute sind, wird jede einzelne Transaktion verifiziert. Wird immer geschaut, dass die Outputs kleiner sind, dass die Inputs und so weiter. Also all die Konsensregeln. Das ist das Wichtige. Was du mit den Blöcken machst, die du verifiziert hast, ist was anderes. Du kannst sie speichern auf deiner Festplatte und dann hast du deine 200-300 Gigabyte und du speicherst die, damit, falls jemand die Blöcke wissen will, dass du sie ihm geben kannst, eine Kopie davon. Ne? Das Gossip über das Peer-to-Peer-Netzwerk, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja. Dafür brauchst du die Kopie davon und langfristig speichern. Aber du kannst es auch löschen. Das nennt man dann Pruning. Dass du sagst, ich möchte 1 Gigabyte oder 10 Gigabyte Wert an Blöcken auf der Festplatte halten und die ältere Blöcke, die schmeiße ich einfach weg. Falls ich sie brauche, kann ich sie ja jederzeit wieder runterladen. Also der Speicherplatz ist tatsächlich nicht so ein großes Problem. Eher ist die CPU und vor allem der RAM. Das wäre nämlich die dritte Lösung, dass du sagst, okay, ich möchte nicht einen Laptop haben, der ja einen großen Bildschirm hat und wo ganz viel anderes Zeug vielleicht noch drauf hat, sondern ich möchte einen kleinen, separaten Computer, der weniger Energie verbraucht, der keinen Bildschirm hat, der nicht das ganze Schnickschnack hat, quasi einen kleinen Server nur für mich, der aber bei mir im Keller steht. Und das wäre zum Beispiel der Raspberry Pi. Da gibt es einen Installer mit dem Raspberry Blitz, das ist inzwischen sehr, sehr einfach geworden. Noch besser finde ich, vor allem eben aus dem Punkt mit Rechenleistung, die Nodel. Das ist ebenfalls ein ganz kleiner Computer, der aber sehr, sehr, sehr viel Rechenleistung hat, wie der Raspberry Pi. Und dementsprechend die ganze Verifikation von der ganzen Blockchain in nur 2 Tagen hat.
Der Raspberry Pi braucht 3 Monate dafür. Wahrscheinlich noch länger inzwischen. Aber das hier sind so ungefähr die 3 ganz großen unterschiedlichen Möglichkeiten. Entweder ein Server von jemand anderem oder einen alten Laptop oder dein eigener kleiner Server bei dir im Keller. Und für mich persönlich, ich mag die Nodel sehr. Also das ist so eine Plug-and-Play-Box, die steckst du an den Router, die steckst du an den Strom und dann machst du einen Klick und es wird Bitcoin Core compiled und die Blöcke runtergeladen, es wird Lightning installiert, es wird BTC Pay Server installiert, alles über Tor mit Electrum Personal Server und ganz, ganz viel tollem Schnickschnack, aber halt eben mit schöner grafischen Benutzeroberfläche, mit ganz simpel einmal draufklicken und fertig. Und ich glaube, das ist gerade für Anfängernutzer sehr, sehr gut. Hast du da Instruktionsvideos? Also du hast ja, ich glaube, fast ausschließlich nur englischsprachige Videos, oder? Also wenn es jetzt um eben diese Funktionalitäten oder Instruktionen geht. Ich bin da gerade auf deinem YouTube-Channel World Crypto Network. Würde man das finden auf deinem YouTube-Channel? Also gewisse... Also zum einen würdest du es in den Playlists finden, aber weil wir viele, viele Contributor auf dem WCN sind, findest du auch spezifisch meine Playlist nochmal auf meiner eigenen Website, towardsliberty.com und dann /Videos. Und hier sind dann ganz viele Videos oder die Playlists zu all den Videos, die ich gemacht habe, unter anderem eben die zu Angle oder zu Wasabi und so weiter. Super, sehr schön. Ja, es ist eine Herausforderung. Also ich muss das immer wieder feststellen. Meine Freunde, Bekannte sind schon überfordert. Weißt du, von der Exchange auf die Hardware Wallet, auf ein Tresor zum Beispiel, ihre Handvoll von Satoshis jedes Mal zu transferieren. Ja, aber zumindest ja, ich habe ihnen immer wieder verdeutlicht, immer wieder eine neue Adresse zumindest generieren. Also da kann man nicht allzu viel was Falsches machen. Und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass es vieles noch intuitiver wird, automatisierter wird, so wie das Internet einfach. Ja, so wie wir heute das Internet verwenden oder den Browser, alles irgendwie oder wirklich zu 90-99% einfach nur mehr intuitiv, ja, ohne viel Schnickschnack und ohne jetzt sich mit technischen Terminologien oder Erklärungen aber ich verstehe schon, das ist ein Prozess und ihr arbeitet, ich weiß, dass ihr alle wirklich unermüdlich daran arbeitet, ein wirklich tolles Teamwork und man muss wirklich sagen, also ihr macht wirklich großartige Arbeit, das muss ich euch immer wieder sagen und ohne euch gäbe es keine Entwicklung, ja, keine Evolution. Max. Ja, du, auf jeden Fall vielen Dank. Das stimmt, es ist echt verdammt, verdammt schwierig. Aber es gibt verschiedene Levels. Ne? Schon alleine, wenn du von dem Exchange die Coins auf deine eigene Hardware-Wallet tust, das ist gigantisch. Das ist ein riesiger, riesiger, ganz, ganz großer und ganz, ganz wichtiger Schritt. Und selbst wenn du nur das machst, hast du bereits gewonnen. Das ist verdammt, verdammt gut. Aber man kann natürlich immer besser werden. Ne? Und man kann immer sich besser verteidigen. Und da wird es am Anfang natürlich erst für die Spezialisten und für die Experten bleiben, bis wir eben mehr und mehr gute Werkzeuge gebaut haben. Und ich muss echt sagen, also gerade wenn ich Wasabi Wallet sehe, ich weiß, es ist immer noch verdammt ein etwas komplexeres User Interface und alles. Aber was im Hintergrund an Magik abgeht und was hier eigentlich gemacht wird, automatisch und per Default, komplett über Tor mit BIP 158 Blockfilters, einen komplett privaten und vor allem mit zum Beispiel sehr guter Coinselektion. Na, wie gesagt, die Coins sind nicht fungibel. Jeder Coin ist eine einzigartige Snowflake. Na, also da müssen wir eben sehr vorsichtig sein, welche Münzen wir wohin schicken. Und da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit ganz, ganz großen Fehler gemacht, eben aus diesem Bedarf, das Ganze benutzerfreundlich zu machen, dass wir sagen, okay, du hast nicht Münzen, sondern du hast eine totale Balance. Und so machen das ganz viele Hardware-Wallets. Die zeigen dir nicht, wie viele Münzen du hast, oder nicht nur Hardware-Wallets, auch Software-Wallets, sondern eben du hast total 1,2345 Bitcoin. Und Wasabi macht das nicht. Wasabi sagt dir zwar, wie viel du total hast, aber der ganz groß ist eben, welche einzelnen Coins stehen dir zur Verfügung? Und was für eine Transaktionshistorie haben diese Coins? Und was für eine Privatsphäre?
Zum Beispiel eine Münze, die du direkt von einer Handelsplattform rausziehst, siehst du als einzigartige Münze mit dem Titel Abzug von Kraken.com zum Beispiel. Und dann weißt du ganz genau, okay, diese Münze habe ich von Kraken bekommen. Die möchte ich jetzt vielleicht nicht direkt auf meine Hardware-Wallets tun, weil da wäre es dann, weiß Kraken, wie viel ich habe. Vielleicht möchte ich da erstmal eben einen Coinjoin machen zum Beispiel. Mhm. Denn das Schöne ist bei Coinjoins, wir verschleiern die bisher passierte Transaktionshistorie. Das heißt, wenn du die Münze von Kraken bekommst und machst du einen Coinjoin, zum Beispiel eben mit Wasabi, du klickst auf diese eine Münze und dann sagst du, ebenfalls nur mit einem Klick, okay, ich möchte diese Münze jetzt coinjoinen, dann bekommst du am Ende von dieser Zeremonie eine neue Münze, die nicht zu der vorherigen Münze verbunden ist, in gar keiner Art und Weise. Und das heißt, du kannst quasi, das ist wie so ein Reset-Button auf der Transaktionshistorie. Man weiß nicht mehr, was davor passiert war. Und das ist super cool. Mhm. Weil jetzt, wenn du das zum Beispiel mit deinem Kraken-Coin machst, dann weiß Kraken nicht mehr, wo du dein Geld in der Zukunft ausgibst. Mhm. Und das finde ich ist sehr wichtig. Genau, das ist sehr wichtig. Ja. Und im Coinjoin sollte man dann auch jedes Mal neue Adresse, also alles löschen am besten, also vereinfachend jetzt, bitte wirklich vereinfacht gesagt, sollte man bei, wenn man das Coinjoin macht und diese Boxen dann selektiert, da kenne ich mich selber noch niemand richtig aus, so irgendwie select all private oder selektiere privat oder nicht privat, also das sind so kleine Details jetzt am Rande, aber sollte man generell, wenn man dieses Coinjoin mal durchführt, beim nächsten Mal komplett am besten alles löschen, was man bis jetzt gemacht hat, also auch die Adressen, die man da generiert hat, die Empfängeradresse in Coinjoin, wo man sozusagen die Münzen, also die Bitcoin oder Satoshis von Exchange, vom Kraken zum Beispiel, auf auf die Wasabi-Empfängeradresse schickt. Sollte man das, sollen wir das lieber jetzt einmal jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das vielleicht verwirrend wäre? Na, es stimmt schon, man sollte die Adresse wieder löschen, weil man soll sie ja nur einmal verwenden. Mhm. Na, und wenn man sie nicht löscht, dann kann es sein, dass man per Zufall oder einfach aus Langeweile oder Faulheit die Adresse nochmal verwendet. Das heißt, ja, man sollte sie löschen. Und das Schöne ist, Wasabi macht das automatisch. Sobald du quasi auf Empfangen klickst, auf Receive, musst du zum einen erstmal einen Titel geben für diese Adresse, zum Beispiel eben Abzug von Kraken. Und sobald dann eine Münze auf diese Adresse kommt, ist sie aus dem grafischen Benutzeroberfläche komplett gelöscht und du siehst sie nirgendwo mehr. Mhm. Genau eben aus diesem Grund, dass es eigentlich unmöglich ist für einen normalen Nutzer, diese Adresse nochmal zu verwenden. Und das wird auch bei den Coinjoins so gemacht. Also Wasabi zieht automatisch immer eine neue Adresse für sowohl den Wechsel, also die Change-Output, als auch für diese ganzen Coinjoin-Outputs. Und das macht aber Wasabi alles ganz, ganz, ganz automatisch. Mhm. Gibt es ein Minimum, Maximum? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also was man überweisen, also transferieren sollte von Exchange, von Kraken zum Beispiel auf Wasabi, gibt es da also bestimmte Kriterien, worauf man achten sollte? Also vom Maximum, Minimum von Bitcoin, Satoshis oder ist es vollkommen egal? Also hier gibt es zum einen mal Wasabi als ganz normale Bitcoin-Wallet. Und hier hast du einfach nur deine privaten Schlüssel und die werden genutzt, um eben deine Münzen zu verwalten. Und wie du das machst, für eine ganz normale Transaktion, ist komplett dir überlassen. Du kannst eine Transaktion mit 1000 Satoshis schicken oder eine Transaktion mit 1000 Bitcoin. Mhm. Das ist letztendlich egal. Wo es aber hier ein bisschen, wo wir ein bisschen genauer drauf achten müssen, ist dann, wie sieht das bei Coinjoins aus? Und hier bei den Coinjoins ist der Minimumwert von jedem Coin, der generiert wird, 0,1 Bitcoin, also 10 Millionen Satoshis. Okay. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen viel an. Und das stimmt auch, ne? Nicht jeder hat 10 Millionen Satoshis. Ich meine, das sind 10 Millionen Satoshis. Auf der anderen Seite, es ist einfach ein sehr komplexes technisches Modell. Und wir können und wir dürfen nicht die Privatsphäre anderer Nutzer in Gefahr bringen, nur um, ich sag mal, kurzfristige Benutzerfreundlichkeit zu haben. Mhm.
Und das Problem ist einfach, dass wir mit sehr geringen Werten in diesem CoinJoin eine sehr hohe Gefahr haben und eine sehr niedrige Kost, dass eine Sybil-Attacke ausgeführt wird. Dass quasi 99 gefälschte Coins sozusagen im CoinJoin mit dabei sind und dann hat die eine Person gar kein Anonymitätsset mehr, weil ja 99 gefälscht sind quasi. Mhm. Und das heißt, um diese CoinJoin-Fälschung ganz allgemein gesprochen zu verhindern, ist eben diese relativ hohe Transaktionssumme Wert. Allerdings muss ich auch dazu sagen, der absolute Großteil der Nutzer von Wasabi nutzt sogar die noch größeren Denominationen. Denn in einer CoinJoin-Transaktion macht Wasabi ein unglaublich effizientes Batching von verschiedenen Werten. Das heißt, wir generieren Anonymität für den Wert 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2. Immer verdoppelt. Das ist mathematisch am effizientesten, sodass wir so wenig Blockspace wie möglich verbrauchen. Und so viel Anonymität wie möglich bekommen. Mhm. Und es ist eigentlich sehr überraschend, dass wirklich also viele der Nutzer auch größere sind hier als nur diese 0,1 joinen. Mhm. Von dem her, ja, es wäre toll, wenn wir es sicher hinbekommen, kleinere Werte zu machen. Nee. Sehr, sehr viel Research geht hier gerade rein. Aktuell sehe ich leider noch keine Möglichkeit, wie man das sehr sicher machen kann. Mhm. Nur noch eine Detailfrage nochmal, um zurückzukommen auf die Frage, weil da gibt es drei Checkboxen beim CoinJoin. Ich weiß nicht, privat, nicht privat. Kannst du da vielleicht kurz eingehen, was man dann am sichersten, was ist sozusagen die sichere Seite, wo was muss man da anklicken oder checkmarken? Welche Boxen? Mhm. Also bevor man quasi. Sehr, sehr gute Frage. Mhm. Also CoinJoins sind ja. CoinJoins werden ja genutzt, um die Transaktionshistorie zu verschleiern. Mhm. Das heißt, jeder private Coin ist einer, wo man die komplette Transaktionshistorie ohne große Probleme nachverfolgen kann. Zum Beispiel immer, wenn es ein Input, ein Output war oder ein Input, zwei Outputs in jeder Transaktion. Dann weiß man das relativ einfach, was hier wohin geschickt wurde. Und genau diese Münzen, die eben ein Anonymitätsset von 1 haben, wenn du diese jetzt auswählst, und das sind die mit dem großen roten Schild, ja, und du wählst hier mehr als 0,1 aus für den CoinJoin, dann bekommst du eine Münze mit einem grünen Schild. Höchstwahrscheinlich ein Anonymitätsset von ungefähr 100, Pi mal Daumen. Und das wäre direkt ein grünes Schild mit Haken dran. Weil ein Anonymitätsset von 100 ist bereits gigantisch hoch. Mhm. Was du jetzt aber auch machen kannst, ist, dass du, selbst wenn du bereits das Anonymitätsset von 100 hast, dass du sagst, ich möchte noch mehr, dann kannst du auch diese Münze, die bereits relativ privat ist, wo es bereits relativ schwierig ist, auf die vorherige Transaktionshistorie zu kommen. Wenn du diese Münze jetzt aber noch einmal registrierst, dann hast du zum Beispiel 200 Anonymitätsset über zwei Transaktionen. Und das ist bereits so gigantisch hoch. Also ich meine, sowas haben wir in Bitcoin noch nie gesehen vor Wasabi. Das ist unglaublich hoch. Das ist ein gigantischer Vorsprung für deine Privatsphäre. Und von dem her, es kommt wirklich ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich bin ich immer eher so der Meinung, lieber zwei Runden CoinJoin. Und dann hast du echt sehr, sehr viel Anonymitätsset über zwei Transaktionen verteilt. Da wird es sehr, sehr, sehr schwierig, dass man dich de-anonymisiert und deine vorherige Transaktionshistorie wieder rausfindet. Mhm. Wow. Okay, nur noch, damit wir dieses Thema mal abrunden, was würdest du sagen, ich weiß, wir können jetzt keine Prognosen machen oder vorhersagen, aber was ist so deine Perspektive oder deine Vision oder deine Einschätzung, wie lange das dauern würde, bis man all diese Prozesse, die du jetzt gerade also wirklich so toll, wunderschön erklärt hast und detailliert erklärt hast, dass wir das alles in ein ganzheitliches Paket irgendwie schnüren, mit Full Node, Privatsphäre, Fungibilität, by Default, alles automatisiert, weißt du, einfach intuitiv. Siehst du da irgendwo einen Zeitrahmen, also in ein, zwei Jahren, weil das wäre natürlich das Ultimative dann. Ja, zwei Wochen natürlich. Also vielleicht mal, was haben wir bereits heute? Und hier kann ich auch wieder von Wasabi sprechen, weil das ist wirklich eine fantastische Wallet, die ich selber viel nutze.
hier per Default, also alles, was ich jetzt rede, ist per Default, hast du perfekte Netzwerk-Level-Privatsphäre, genauso gut wie deine eigene Full Node. Du hast per Default eine Verteidigung gegen Adressenwiederverwendung, weil sie aus der Benutzeroberfläche rausgeschmissen wird. Du hast auch per Default immer eine neue Wechseladresse, automatisch, ohne dass du dich selber drum kümmern musst, per Default. Du hast deine Coin-Selektion zusammen mit dem Titel, mit dem Label von jedem Coin. Das heißt, du weißt die Historie von jedem Coin und du kannst selektiv auswählen, welcher davon du ausgeben willst. Das ebenfalls per Default, das glaube ich, ist verdammt, verdammt wichtig. Und du hast bereits heute eine Conjoin-Implementation mit 2 Klicks in einer grafischen Benutzeroberfläche. Mhm. Und das ist heute. Und das ist verdammt gut bereits. Ja, es ist bei weitem noch nicht perfekt. Und ja, wir haben noch 1001 Sachen, die wir verbessern können. Gar keine Frage. Sowohl auf technischer Ebene, ich meine, also was wir mit fortgeschrittener Kryptografie hier auf technischer Ebene alles für Magie bewirken können, da blick nicht mal ich durch. Ganz geschweige davon der Endnutzer. Aber und auch natürlich von der Benutzeroberfläche. Wir arbeiten jetzt gerade verstärkt daran, an einer kompletten Neuerfindung von der Wasabi-Benutzeroberfläche. Das ist so eine der relativ großen Aufgaben, die wir gerade haben. Und hier werden wir hoffentlich das Ganze noch besser machen. Und in der nächsten Version wird es noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser. Es wird noch sehr, sehr, sehr lange brauchen, bis wir wirklich an einem, ich sag mal, akzeptablen Punkt sind. Aber bereits jetzt, mit nur etwas Weiterbildung, kriegt man es gut hin. Und hoffentlich bald sind wir so, dass man echt keine zusätzliche Weiterbildung mehr braucht. Ja, wir befinden uns ja noch immer in dieser unglaublichen, ich meine, wir haben jetzt 10 Jahre Bitcoin oder ein bisschen 10,5 Jahre vielleicht Bitcoin gefeiert und wir befinden uns ja noch quasi am Anfang der monetären Evolution von Bitcoin. Das ist als Store of Value, wie man es schon sagt, Wertaufbewahrungsmittel oder Wertanlage. Und also mich würde es schon glücklich machen, wenn jeder Mitmensch von uns einen ganz kleinen Bruchteil eines Bitcoins mal lernt, einfach anzukaufen, irgendwo auf einer Exchange, ob jetzt mit oder ohne KYC, wie auch immer, und das Ganze mal auf die Hardware Wallet oder irgendwo ganz sicher zu verwahren. Und innerhalb dieser Zeitspanne, also bis dann sozusagen diese Fortschritte dann auch materialisiert sind, denke ich mir, ja, brauchen wir uns bis dorthin auch keinen Stress machen, aber einfach die Massenadoption ist mir ganz wichtig. Ja, also das Verstehen, die Verstehensprozesse, die monetären, ökonomischen Prinzipien dahinter im Kern zu verstehen und dass unsere Mitmenschen wirklich zum ersten Mal verstehen, warum Bitcoin, ja, das härteste und knappeste Geld, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Hast du vielleicht zum Abschluss, damit wir das Ganze dann abrunden, was ist so im Moment so deine Beobachtung? Also was sich da zurzeit abspielt, global, geopolitisch, Mainstream, die Aussagen von Trump, Treasury Secretary, US Federal Reserve, Iran. Also da tut sich ja unglaublich viel. Was ist so dein Resümee zurzeit? Würde mich interessieren. Ja, wir leben seit den letzten gut 100 Jahren in absolutem und totalem finanziellen Krieg. Und das ist alles andere als schön. Und 10 Jahre waren unbeschreiblich. Also das Level an finanzieller Zerstörung, das wir gefahren haben, ist beachtlich. Also das ist eine Leistung. Bitcoin ist ein ganz, ganz großer Schrei dagegen. Zu sagen, halt, diesen Wahnsinn machen wir nicht mehr mit. Wir verteidigen uns selber und wir nutzen jetzt das Geld, wo niemanden verletzt und das Geld, wo jeder freiwillig mit dabei ist. Das ist was unglaublich Wichtiges auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und wie kommen wir dann zu dieser Massenadoption? Naja, indem wir Individuen eins und eins danach überzeugen und uns zeigen, das sind die Probleme, die es aktuell gibt und die auch du als private Person hast. Und hier ist ein Werkzeug, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, wenn hier wenn diese 2 Punkte da sind, wenn das Problem erkannt ist, ja, und das sehen wir zum Beispiel in Venezuela, die haben das Problem ganz klar jeden Morgen vor den Augen. Ja. Und erst wenn du das Problem hast, bist du auch wirklich auf der Suche nach einem Werkzeug. Und vor allem die Schmerzpunkte. Wenn du dann das richtige Werkzeug findest, genau. Das ist eine ganz andere Frage. Mhm.
Ja, also Menschen wie in Venezuela oder Iran oder so, die spüren den Schmerz, die haben den existenziellen, sozialen oder wie auch immer ökonomischen, monetären Schmerz. Da geht es wirklich ans Eingemachte. Und ich glaube, das ist etwas, was hier, ja, sage ich mal, in der westlichen Welt oder auch wir in Österreich, die Menschen spüren das nicht. Ja, und deshalb, ist es auch eine unglaubliche Herausforderung, da überhaupt das Wissen aufzurollen. Ja, also und ich denke mir, vielleicht kann man das irgendwie anders erklären, dass man sagt, stellt euch vor, was überhaupt möglich wäre dann, ja, mit einem sozusagen vernünftigen oder wie man schon sagt, Sound Money System, ja, also mit einem harten oder härtesten Geld wie Bitcoin, nämlich auf allen Ebenen, ja, ökonomisch, wissenschaftlich, technologisch, sozial. Und vor allem Menschenrechte, Freiheit. Und ich glaube, darum geht es, dass wir immer wieder da wieder zurückkommen zum Kern. Warum Bitcoin? Na, ich habe das sehr genossen, Max, und vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du noch irgendwelche Infos, die du vielleicht unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Deine Infos werde ich sowieso in die Shownotizen posten. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörerinnen mitgeben? Ja, vielleicht nochmal so die paar Highlights von Bitcoin Privatsphäre. Nummer eins, niemals die gleiche Adresse zweimal verwenden. Nummer zwei, niemals die gleiche Adresse zweimal verwenden. Nummer drei, run your own full node. Nicht nur für die eigene Überprüfung, sondern auch aus dem Punkt, dass du deine Adressen niemals jemand anderem sagen sollst. Oder zumindest keinem Server und erst recht nicht deine Master Public Keys. Also sowas, ja, diese SP-Wallets, sehr, 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 sehr schlecht. Immer deine eigene Full Node nennen. Dann labele alles. Du musst schauen, dass deine eigene Buchhaltung in Ordnung ist. Wenn du nicht weißt, was das für eine Münze ist, dann hast du ein Problem. Ja, das heißt, immer schön alles beschriften. Und dann sei sehr vorsichtig, welche Münze du wohin schickst. Ja, nicht einen automatischen Münzenauswählealgorithmus, Coin Selection Algorithmus nehmen, sondern das von Hand tun. Ja, das geht aber auch. Ob du jetzt einen 5-Euro-Schein oder einen 20-Euro-Schein nimmst, ja, das kriegt man hin. Und was da noch ganz wichtig, ja klar, Coinjoins. Ne? Coinjoins sind echt fantastisch. Die brechen die Historie in deiner Transaktion oder in deiner Transaktionshistorie. Und das heißt, es ist unklar, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder was du in der Zukunft machen wirst. Und das ist wirklich, wirklich gut. Nutze sowas wie das Lightning-Netzwerk. Ne? Mit dem Lightning-Netzwerk, das ist gigantisch für die Privatsphäre, weil hier sagst du nicht jede Transaktion an jeden, sondern du sagst die Transaktionen an nur sehr, sehr wenige Personen hier in dieser Route. Es sei gespannt auf das magische Zeug, was wir in der sehr, sehr nahen Zukunft bauen werden. Denn, oh mein Gott, wir sind bereits jetzt sehr, sehr gut, aber wir haben noch so viel in der Hinterhand, was noch gebaut werden muss. Vielleicht nur als Highlights: Pay-to-Endpoint, Pay-Join. Coin-Swaps mit Schnorr-Signaturen, Wow. Scriptless-Scripts, Taproot und so weiter. Ich könnte ganz, ganz viele Buzzwörter jetzt hier an die Wand schmeißen, aber es kommt ganz viel magisches Zeug auf uns zu. Wir müssen noch sehr, sehr viel Weiterbildung machen. Kevan, vielen, vielen Dank, dass du hier deinen Teil dazu tust und auch vielen Dank, dass auch ich heute nochmal hier bei dir da sein durfte. Ja, Ähm, danke dir. letztes Mal, wie gesagt, super über die Ökonomie, heute super über die Technik und Privatsphäre. Tolle Mischung, vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, na, herzlichen Dank, Max. Und wir werden hoffentlich das auch in einer Panel-Diskussion auch vielleicht mit anderen über andere Themen noch ein bisschen vertiefend besprechen und freue mich schon auf die nächste, ja, auf das nächste Interview, auf die nächste Diskussion mit dir oder mit uns oder einer bestimmten Konstellation. Herzlichen Dank nochmal. Ja, okay. Dann bis bald, Max, ja. Fantastisch, ciao. Tschüss. Schönen Abend.